Willkommen zurück zu Assassin's Creed 4 Black Flag. Beim letzten Mal war ich schon wieder zu kacke, irgendwie ein paar Schiffe zu jagen. Damit halt ein paar Jagdschiffe auf uns Jagd nehmen. Aber ich habe ja auch den Fehler gemacht und bin halt immer und immer wieder in feindliche Gewässer reingefahren, was halt nicht unbedingt so in meinem Interesse eigentlich ist. Aber da haben wir natürlich halt, ne, noch mehr Spaß und Juckelei und Juckelhei. Aber hey, was willst du machen? Kannst ja nichts machen, kannst du machen, gucken zu. Wir versuchen jetzt irgendwie dennoch ziemlich zügig hier irgendwie ein Jagdschiff halt anzulocken. Ob das klappt und ob ich das hinkriege, das ist so zweierlei. Ich bin jetzt erstmal zuversichtlich. Und dann gucken wir mal. Einmal Schiff Nummer 1. So, dann das nächste gleich rammen. Warte. Zack. So. Und auf zum nächsten Schiff. Und immer drauf zu. Trifft keinen Falschen. Alles meins. So, jetzt müssten wir halt davon nochmal so ein kleines Schiff irgendwo erwischen. Und dann würde schon das erste Jagdschiff auf uns Kurs nehmen. Nehmen wir mal das Schiff da vorne. Das scheint so einsam und verlassen zu sein. Auch wenn es nicht ganz so ein kleines Schiff ist, aber hey. Manchmal muss man vielleicht auch mal ein bisschen größeres Schiff nehmen. Ein bisschen größer mal. Sind jetzt auch nicht 5000 andere Schiffe in der Nähe. Da kann man das mal machen. Behaupte ich. Wissen tue ich es nicht. So, und Kollision voraus. Und zack. Und gleich mal hintern. Weil, warum nicht? Ja, in den Kommentaren habt ihr schon geschrieben, so, ja, mach immer die Hauptquest weiter, dann kriegst du da eine neue Waffe und bla. Ja, mag ja sein, aber ich krieg das auch so. Behaupte ich. So. Jetzt natürlich die Frage, was machen wir denn mit Schiff? Auseinandernehmen. Wir reparieren uns. Bekanntheitsgrad verringern wir jetzt ein bisschen doof. Okay. Natürlich so die Frage, von wo kommt denn jetzt das Jagdschiff? Ich nehme so lange mal das kleine. Ach nee, da kommen sie schon. Das ist doch schön. Da müssen wir gar nicht lange suchen. So, warte. Zack. Und einfach frontal rammen. Zack. Und Jagdschiff down. Und schon mal eins von den Schiffen versenkt. Müssen wir nur noch ein zweites uns ergattern. Irgendwie. Mit viel Schmackes und so. Na geht doch. Nummer eins haben wir. So. Damit könnten wir auch wieder das Ding reparieren, auch wenn wir es nicht unbedingt brauchen, aber hey. Sicher ist sicher, oder?
So. Jetzt nochmal ein bisschen Bekanntheitsgrad erhöhen. Und das nächste auf uns groß nehmen lassen. Vielleicht hätte ich unbedingt in die königliche Kriegsflotte da rein. Ach, guck mal, da kommt gleich ein zweites. Das ist ja schön. Dafür muss ich jetzt irgendwie Bekanntheitsgrad erst auf Stufe 2 kriegen. Dann geht's ja. So. Immer drauf zu. Und rein an Speck. Zack. Und nochmal entern. Dann können wir dann den Bekanntheitsgrad verringern oder so. War doch jetzt gar nicht so schwer. Warum habe ich beim letzten Mal, oder die letzten Male, halt so schwer damit gedacht? Ich hab keine Ahnung. War doof. Darf auch mal doof sein. Ups. Ich hab doch ein eigenes Crewmitglied erschossen. Ah, passiert. So. Okay, hätten wir das jetzt auch endlich. Kommt mit oder sterbt. Okay, dokeli. So. Dann gucken wir mal kurz in die Kajüte, was wir denn da alles Tolles haben. Was wir für tolle neue Missionen vergeben können und so. Die Flotte. Sie haben ein sammelbares Fundstück gehalten. Ah ja. Sachen gibt's. Ein Schiffsupgrade verfügbar. Noch ein Sammelstück, eine komische Trompete. Soll sich auch lohnen hier, ne? Also gehen die ganzen Missionen halt auch weiter, wenn ich halt nicht spiele. Was eigentlich grundsätzlich eine nette Geschichte ist. Neue Schatzkarte wurde freigeschaltet, okay. Okay. Gut, müssen wir einmal hier wieder die See hier wieder auf Vordermann bringen. Wieder sicher machen und so. Und reparieren wäre auch nicht verkehrt. So, und dann Schlachtbeginn. Wird schon. Irgendwie. Yay, Sieg! So. Dann hier auch nochmal. Zack, immer drauf. Triff keinen Falschen. Bisschen mehr Wertgegenstände wären toll. Von den komischen Diamanten da. So. Okay, die erhöhen nicht sonderlich hier die Erfolgschancen. Dann muss ich erst ein zweites dazu packen, ne? Auch nicht? Okay. Sind die so stark? Ja. Die sind relativ stark. Okay. Das reparieren. Und dann ab in die Seeschlacht. Dann sollten wir das alles schaffen können. Hoffe ich zumindest. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Und der darf auch mal schießen. Yay! Das ist gleich so ordentlich.
Yeah, down, down is it. Okay. Wie ist erst... Hä? Da muss ich nochmal eine Seeschlacht machen? What? Sachen gibt's. Ist noch nicht sicher genug, die Route. So weit, weißt du? Nee, nee, nee. So, da haben wir hinten noch mehr. So, das reparieren wir auch ruhig mal. Hat das Schiff sich verdient? Dann ab in die Schlacht. Machen wir die ganzen Seewege erstmal ganz kurz frei. Dann können wir immer noch zusehen, wie wir weitermachen. Würde ich mal sagen. Ich kann auch schießen. Yeah. Wow, okay. Die Fregatte ist anscheinend schon ziemlich heftig. Können wir mal wieder ein neues Schiff in unsere Crew aufnehmen, so ein großes oder so. Das ist ja jetzt doof. Die Santa Eva Maria ist immer noch, ne, eins unserer besten Schiffe. Auch eins unserer ersten. Da hat der Gegner einfach keine Chance. Ist halt so. So, und im Südatlantik auch nochmal ganz kurz. So, reparieren hier. Reparieren da. Dann klappt das auch alles mit den Nachbarn. Okay. Die sind auch schon alle angeschlagen. Ja, da oben hätte ich jetzt das Feuer fast nicht hingesetzt, aber okay. Selbst auch nochmal Feuerfass abgegeben. Läuft. So, und einmal hier noch freimachen. Da haben wir schon. Da haben wir einmal die komplette See wieder frei. Die uns verfügbar ist derzeit. Okay. Und wir haben wieder ordentlich Ressourcen gekriegt, so insgesamt. Jetzt können wir mal gucken, wo wir denn irgendwie mal was machen, was dann halt auch sich lohnt und so. So weit hier wäre jetzt schon nicht verkehrt, ne? Halt erstmal so ein Schiff mit großem Frachtraum und so, ne? Ja, mal das hier. Mal reparieren. Und dann kannst du auf Reisen gehen. Und das hier. Schicken wir mal dich los. Das hier ist erst später verfügbar. Guck mal, hier müsste ich jetzt wieder freimachen. Was haben wir denn hier noch? Oh, schön.